Hallo Leute, Feierabend, optimal, erster Arbeitstag. Ist rum, jetzt ist Frühschicht, jetzt muss ich schnell noch Wasser machen. So, Wasser habe ich jetzt voll gemacht. Grauwasser habe ich auch entladen, also rausgelassen. Und jetzt überlege ich, wo ich jetzt hinfahre, bei so einem schönen Wetter. Befinde mich nach der Arbeit bin ich im Wald gefahren. 8 Kilometer circa sind es ungefähr von hier. Und dachte, mache ich einen kleinen Spaziergang, weil es heute ziemlich warm ist. Heute hat es über 20 Grad und ein leichter Wind geht. Und genau, es war eigentlich genau wegen Chiemsee. Ich bin ja am Chiemsee gewesen und in Deutschland wird ja das schwer gemacht, das Reisen. Und das ist mir auch aufgefallen, wo ich in Chiemsee war, weil das so ist. Du darfst, also Campingplätze und Wohnmobilstellplätze sind ja eh geschlossen. So, wo könntest du noch hinfahren? Also ich bin zum Beispiel an einem Parkplatz hingefahren. Und die Regelung ist ja so, dass wenn du auf die Parkplätze hinfährst, dann kannst du deine Fahrtüchtigkeit wieder aufrechtstellen, also dass du wieder fahrbereit bist, bis zu 10 Stunden. Und genau da fängt die Problematik an, was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe. Wenn ich jetzt 10 Stunden mich über Nacht aufhalte, dann muss ich am nächsten Tag von dem Parkplatz weg und muss einen anderen Parkplatz aufsuchen, um wieder diese 10 Stunden beansprucht zu nehmen. Und genau das war der Punkt, wo ich dann auch die Polizeistelle angerufen habe. Und die Polizeistelle hat das Gleiche gesagt. Du darfst deine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen auf gewisse Parkplätze, wo es ausgeschildert ist. Und ja, die Sonne scheint, wunderschönes Wetter, kurze Hose habe ich heute an. Genau, das habe ich jetzt so im Chiemsee mitbekommen, dass du zwar deine 10 Stunden machen kannst, aber Nach 10 Stunden musst du automatisch wegfahren, weil sonst kommt das andere Gesetz in Kraft, und zwar die Nutzungs. Da gibt es irgendwas so Nutzungsbereitschaft oder so. Nutzungsrecht. Genau. Und wenn du dann nach 10 Stunden nicht wegfährst, dann hast du dieses Nutzungsrecht, wenn du zum Beispiel 2 Tage am gleichen Platz bist. Und genau das meine ich. Das bringt mir zwar 10 Stunden auf dem Parkplatz, aber da muss ich jeden Tag einen Parkplatz ändern. Und genau das war, finde ich jetzt, von wenn man Urlaub macht, etwas bescheuert, auf Deutsch gesagt. Es ist leider so, kann man nichts machen. Und ja, das wollte ich schon mal festhalten, dass man zwar die 10 Stunden machen kann, aber jeden Tag einen anderen Parkplatz aufsuchen, macht nach der Zeit auch natürlich auch keinen Spaß. So, ich habe jetzt im Mai Urlaub, bin immer gespannt, wie lange das jetzt noch geht. Es soll ja bis zum 9. Mai gehen.
Und dann hoffen wir mal, dass alles aufgemacht und gelockert wird, dass wir praktisch auch ein bisschen, naja, ein bisschen diese Lockerheit spüren kann, dass man sich mal wieder auf dem Stellplatz, Wohnmobilstellplatz hinstellen kann oder auf dem Campingplatz, wo man mal 2 Tage stehen darf, ohne dass gleich, naja, was verbrochen hast, also da, ohne dass gleich Probleme bekommst. Genau. Genau, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen im Wald rum. Es ist alles zu, da gibt es normalerweise eine alte Burg. Aber da ist eh zu. Das ist eine Wirtschaft. Die hat eh zu, weil ich sehe hier 2 Schranken. Also vorne war eine, hier ist die zweite. Kann es euch zeigen. Und ja. Kleiner Spaziergang macht immer schön. Ah, das ist echt herrlich hier. Jetzt bin ich nur gespannt, ob ich diese Burg finde. So, ich befinde mich jetzt hier. Da ist, so wie es aussieht, ist hier mal einen, naja, was abgestürzt, also Meteor oder sonst irgendwas, Asteroid. Und dann hat es hier eine riesengroße, naja, Loch. Auf Deutsch gesagt. Und dann hat es hier ein paar Tiere gegeben. Und das ist schon verblüffend, wie das hier aussieht. Also hier ist es, also dieser Krater, dieses Loch, was außenrum ist, ist wirklich schön so anzusehen.
Es ist gut erfrischend. Genau. Und jetzt ist mein erster Arbeitstag heute, das habe ich schon mal erwähnt. Und dann habe ich gleich sowas bekommen. Das ist ein PCR-Test für Coronavirus. Und ja, weil ja das die, das haben sie ja gesagt, dass die Firma jetzt zweimal wöchentlich, glaube ich, oder einmal wöchentlich, kriegen sie so einen Test und dann müssen wir das machen. Auch natürlich, wie man das Ganze nutzt, also wie man das benutzt, ist auch hier. Da muss man, ja, und da mache ich extra Video und das mache ich dann morgen, weil das muss ich erstmal ein bisschen lesen und dann zeige ich, und dann machen wir das zusammen. Oder ich zeige es euch, wie ich es mache. Und ich hoffe, dass der Test negativ ist, weil sonst muss ich ja, wenn er positiv ist, nochmal Urlaub machen. Und da habe ich keine Lust drauf, weil ich habe jetzt schon Urlaub gehabt. Ja, drückt mir die Daumen. Das Video wird folgen. Und wir sehen auf jeden Fall im nächsten Video.